zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Let's Retro Klonk. Ihr seht gerade unsere schöne Stadt hier oben. Der Bergbau nagt am Erdreich. Die Chamonix-Fabrik, die Chemiefabrik, Fabrik direkt bei uns nebenan. Das heißt, wir sollten mal langsam hier ausziehen, weil die Oberfläche wird langsam ein bisschen hässlich. Macht nichts. Wir holen das hier alles gleich raus. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe da unten einen Wachturm gebaut. Achso, das habe ich aus Stahl gemacht, ne? Ach, ich kauf mal zwei Superflints. So, die nehme ich mal mit. Dann hole ich mal meine Lore. Ich hoffe, die ist jetzt nicht ganz so voll. Ich glaube, ich mache sie vorher erstmal leer. Ablegen. Ups. So. So. Wow. Stopp. Gesiel, du brauchst natürlich auch nur einen Super Flint. Nicht nur der Howard, sondern auch der Gesiel. Schon da. Mann. Ha. Nee, den Moment, kann ich das hier einfach. Ups. So. Wenn ich die Lore einfach ein Stück mitnehme. Ja. Nein! Jetzt da bleibt. Nein! Ja. Das wollte ich jetzt auch nicht. So. Hops. So, hops. Das nehmen wir auch noch mit. Hallo. Oh nein. Das glaube ich jetzt nicht. Gold. Das heißt 105 Gold. Wenn das nicht mal Schmackofatz ist, ich hasse dieses Wort im Übrigen. Hallo, kommst du? So. Oh, das ist mir auch egal.
ob das jetzt geht oder nicht, weil ich will ja nur kurz hier einmal. Einmal schmeiße ich hier den Baum nämlich hin. Den Howard packe ich weg. Der ist nämlich Leutnant und das ist schon ziemlich cool. Dann. Huah! Will ich hier noch. Jetzt wackelt, jetzt flimmert das schon wieder alles, ne, bei euch in der Aufnahme. Ich sehe das gar nicht, während ich spiele, aber ich glaube, immer wenn das Rauchentwicklung ist, dann flimmert der Rand. Ich weiß aber auch noch nicht, woran das liegt, weil ich sehe es eigentlich noch nicht. Ich sehe das immer erst im Video, später. Vielleicht habt ihr eine Idee, woran das liegt. Also ich bin da jetzt nicht so versiert drin. So. Nee, ich hab mir... Das ist mir noch nicht so recht. Das ist... Nee, nee, so will ich das noch nicht haben. Ich möchte... Das Erdöl, das pumpe ich nachher auch mal weg. Einfach um es euch mal zu zeigen. So, ich will diese Spitze da auch noch weg haben. Peng. So, jetzt kann man das hier nämlich bestimmt begradigen. Sieht das nicht super aus? Ich finde schon. So, naja, alles schön gerade. So. Ich nehme erstmal hier das Lehmchen damit. Wenn ihr aber mehr als ein Lehm brauchen, fürchte ich. Das sieht man ja jetzt schon. Oh oh. Ha. So, das machen wir hier schon mal gerade. Mach hier mal gerade, damit es schöner zu gehen ist. So. Nee, den hole ich noch von hier oben. Ups. Und dann machen wir hier einen schönen Weg, machen den Gang nach da unten einfach dicht, würde ich sagen. Und chillen uns da einen schönen Weg hin und werden dann demnächst mal das Öl da hinten abpumpen. Was? Ein Glück, dass es keinen Fallschaden gibt. Problem ist, dass die Klongs später nicht klüger werden bei sowas. Keine Ahnung, das passiert dann einfach. Wow. Die Kohle nehme ich beim Hochgehen auch mal mit. Ich glaube einfach, das ist ein Zeichen, dass Howard einfach unter der Erde bleiben möchte. Kann er auch machen, der macht dann meinen Offizier hier unterirdisch. Boah, wie viele Gold waren das? Krass. Zack. So. Ne, Esel nicht. Howard wollte ja. Was mache ich denn hier? Oh, ich liebe diesen Song.
Jetzt habe ich natürlich den Lehmklumpen irgendwie hingelegt. Ach, so ein Rotz. Jetzt rollt das Ding da auch noch weiter. Vielleicht so? Ach, es rollt immer noch weiter. Ja, und du rollst natürlich nicht weiter, du fetter Klonk. Ach, das ist doch... Du fetter, dummer Klonk. Unfassbar. Jetzt habe ich natürlich auch die Kohle wieder nicht mitgenommen. Aber Moment. Stopp. Na, Moment. Wir graben das jetzt ja mal schön. Da mache ich den Vogel platt. Okay, Tierquäler. Ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich bin so böse. Okay, ich repariere das hier unten mal und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Let's Retro Klonk. Tschüss.